Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe den Kommolysee gefunden und direkt daneben ist so eine auffällige Ruine, bei der ich noch nie gewesen bin. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich bin einmal dran vorbeigelaufen, aber ich war nie da. Und auch die Insel im Kommolysee sollten wir uns mal anschauen. Guck mal, die Arena ist komplett ausgemalt. Da war ich jetzt schon zweimal und habe alles komplett durchsucht. Es gibt aber, ich habe immer öfter, fällt es mir auf, guck mal hier zum Beispiel, es gibt so viele Bereiche, wo ich noch nie war. Hier, Flussende, Rutilsee, in dem Wald, hier oben, dieser kleine komische Wald. Es sind lauter Orte, die muss man sich anschauen, schon allein wegen den Krokrätseln. So, teleportieren wir uns mal hier hin, würde ich sagen. Von da aus sind wir dann wahrscheinlich relativ schnell da, wo wir hin sollen. Hoffe ich mal. Wer weiß. Sieht die Maske nicht irgendwie cool aus, die Krogmaske? Bisschen unheimlich auch, oder? Ich bin schon gespannt, wie die reagiert, wenn ich in die Nähe von Krogrätsel komme. Macht die dann... oder vibriert mein Controller? Oder macht die... Und dann kriege ich eine Nachricht auf meinen Schickerstein, wo steht, in ihrer Nähe befindet sich aktuell ein Krogrätsel. Bitte nach 2 Metern links einen Stein aufheben. Oder ist es ganz anders? Wir werden sehen. Oh Gott, was vibriert da? Ich weiß es nicht. Ich werde die mal blitzen. Moment mal, ihr geht gar nicht kaputt, wenn ich euch blitze. Ihr seid nur geblitzt. Na, dann ist eine Blitzwaffe jetzt gerade nicht so gut. So. Oh, wir haben Gewitter. Oh, wir haben Gewitter. Komm her, Kopf. Ups, das wollte ich nicht. Moment. Hey, jetzt ist euer Kopf im Wasser. Das habt ihr jetzt davon. Ich sollte Holzwaffen benutzen. Ich sollte nicht stromleitende Schilder und Bögen benutzen. Habe ich einen Nichtstrom? Ja, habe ich. So. Und jetzt fliegen wir mal runter zum... Ah, da ist ja das See. Und das da hinten ist die Ruine, zu der wir wollen. Die kommt klar, oder? Kommt die klar? Ist da, was ist das da unten für eine Ruine? Hat die einen Namen? Stallruine. Gut, Stall ist jetzt nicht typischerweise das, wo Soldaten sind. Und ich habe den beiden da unten schon so oft im Kampf geholfen. Die kämpfen da immer wieder. Muah! Blitz direkt neben mir. Die kommen klar. Die haben schon oft genug gegen zwei so Goblins gekämpft. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob das irgendwas mit Militär ist da oben. Oh, hallo. Geh weg. Oh, was höre ich für Geräusche? Oh, das ist die Krogmaske. Ah, die glitzert jetzt so komisch, weil hier irgendwo ein Krogrätsel in der Nähe ist. Kriege ich auch irgendwie Bescheid gesagt, ob ich nahe dran bin, oder? Na ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Fallen wie die Fliegen. Oh, gut, komm mal her, mit dir muss ich ein Experiment kurz machen, nämlich. So, oh, vielleicht muss ich das ganze Set anziehen. Mal schauen. Schieß mal auf mich, bitte. Nein, ich bin nicht immun gegen Pfeile. Dann habe ich mir das eingebildet beim letzten Mal. Oder es war Zufall. Nö, eindeutig nicht immun gegen Pfeile. Schade, das wäre eigentlich cool gewesen. Aber ich finde das Outfit eigentlich auch ziemlich cool. Ich bin der Krogritter. Hey. Ich habe vorher nämlich versehentlich ein paar Waffen aufgehoben, die ich eigentlich nicht behalten will. So, aber jetzt passt auf, die Krogmaske hat vorher vibriert. Das müssen wir nochmal rekonstruieren. Das heißt, irgendwo da oben wird die lauter, wird die schneller? Passiert was, wenn ich näher komme? Ich weiß es nicht. Wie nah muss ich sein? Okay, ab hier macht die was. Die glitzert, die raschelt. Mein Controller, der übrigens nicht. Ah, hier ist eine Kiste.
Sag bloß, das ist schon die. Ja, das ist schon die. Okay. Majora's Mask. Yeah. Vor den meisten Monstern versteckt. Das ist cool, aber jetzt mal kurz das Krockrätsel hier suchen. Ich kletter mal hoch. Normalerweise sieht man die doch sofort. Muss ich vielleicht den Blätterhaufen verbrennen? Ja, ich glaube, das ist es. Cool. Ich glaube, das Krockrätsel hätte ich ohne die Maske nicht gefunden. Sehr cool. Danke, liebe Maske. So, aber jetzt will ich auch noch mal auf die Insel in der Mitte des Flusses. Das kleine Ding da. Vielleicht ist da auch ein Krockrätsel. Aber da müsste wahrscheinlich jetzt die Maske schon vibrieren. Insofern scheint hier tatsächlich... Oh, ein Boss zu sein. Okay. Wird markiert und besiegt. Or not. Immer klicke ich versehentlich diesen blöden Stick. Na komm schon, hoch. Oh, ich habe keine Nahkampfwaffe ausgerüstet. Komm, jetzt nehme ich hier das Riesending. Mein Gott, das macht so viel Schaden. So viel Schaden. Mein Gott. Den Koloss haben wir jetzt ganz schön vernichtet mit dem Chimärenhammer. Verrückt. Okay, cool. So, Majora's Mask. Die meisten Monster erkennen uns dann nicht als Feinde. Im Grunde wie die Monstermasken von... wie heißt er? Mir fällt es nicht mehr ein. Von Morty? Nee, wie heißt er denn? Kilton, genau. Wie die Monstermasken von Kilton, nur anscheinend übergreifend für alle Monster. Ich zieh die mal an. Was passt denn vom Outfit her noch gut zur Majora's Mask? Das da. Vielleicht. Ich habe gerade nicht vor Augen, wie der ausgesehen hat, untenrum, der Majora's Mask Gnome. Spitze Schuhe hatte er. Ich ziehe einfach die Rüstung an. Das Heldengewand. Ne, das sieht ein bisschen sehr doof aus, aber das sieht cool aus. Okay, Majora's Mask haben wir. Sieht schon unheimlich aus, oder? Und damit erkennen uns jetzt Monster nicht mehr als Feinde, das will ich sehen. Da drüben liegen ganz viele Skelette. Wie spät ist es denn? Na, fast 4 Uhr morgens. Ich hoffe, die stehen überhaupt noch auf. Hallo. Und? Bin ich ein Feind? Nein, ich bin kein Feind. Nein, die freuen sich, ja? Die freuen sich, die beschnuppern mich. Ja, Freunde. Na schau, die mögen mich. Meine Freunde. Schaut mal. Stein! Ins Wasser! Ja! Faszinierend, oder? Na gut. Haben wir die auch, die uralte Maske. Lebend kriegt ihr mich nie! Cool. Dann, lasst mich gucken. Tagebuch. Dann gibt es jetzt noch eine DLC-Fundort-Geschichte. Und zwar
Es soll ein Gegenstand geben, der einem erlaubt, sich an Orte zu teleportieren, an denen man ihn platziert hat. Am Stall von Süd Alcala soll es eine Extra-Ausgabe geben. Okay. Stall von Süd Alcala. Aber während wir jetzt hier so rumgurken in der Prärie, setze ich die Krogmaske auf. Oh, wisst ihr, was wir jetzt als allererstes machen? Wir reisen nach, nicht Angelstädt, nicht Hateno, sondern Kokiri. Genau, Kakariko, Kokiri. Ich will hier zwei Sachen machen. Erstens will ich mal zu der alten Imper gehen, weil ich glaube, wir müssen der irgendwie noch sagen, dass wir Ganon besiegt haben oder quasi bereit sind, den zu besiegen, weil dann kriegen wir noch irgendwie einen Stein, damit wir noch in einen alten Schrein können. Die Kugel, müssen wir noch von ihr kriegen. Und ich will zur Fee und gucken, ob wir jetzt diese DLC-Ausrüstungsgegenstände auch hochleveln können oder ob die so, wie sie sind, sind. Wäre schade, wenn die so, wie sie sind, sind. Mir wäre es lieber, wenn die so wären, wie sie werden würden, wenn man sie hochleveln würde. Und zwar Morsom. Also das ist besser als Awesome. Morsom. Habe ich mir gerade ausgedacht. Zufällig eher aus Versehen. Finde ich gut. Los, runter. Runter segeln. Oh, nicht. Falscher Knopf. Aber weißt du was? Verfällen wir den Baum hier. Moment, wo segle ich denn hin? Ich will nicht in den Karottenladen. Eigentlich. Ich will eigentlich hier oben rein. Oh, du bist es. Wie geht es dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe Ganon getötet und so. Wie? Du hast endlich alle 12 Orte gefunden? Ah, mit den Erinnerungsfotos, da war ich noch gar nicht, oder? Dann ist es wohl an der Zeit, dir zu sagen, wo du die letzte Erinnerung wecken kannst. Mensch, das haben wir noch gar nicht gemacht. Es ist nämlich so. Zelda bat mich, dir das hier als letztes zu zeigen. Oh oh, jetzt kommt's. Und das haben wir noch gar nicht gemacht, das ist ja Story, Hauptstory. Das ist das letzte Bild. What the fuck? Ah, sehr unauffällig versteckt. Und kennst du die Stelle? Ja, die kenne ich tatsächlich. Eine halbe Tagesreise entfernt. Wenn du im Leben nur noch einen Wunsch aussprechen könntest, wäre es dieser. Erinnere dich an Zelda und führe ihren Kampf fort. Ja, die Stelle kenne ich. Das ist hinter dem Stall gleich. Hinter dem Stall in der Nähe. Kann ich den jetzt schon mitnehmen? Nein, nicht einmal ich darf den berühren. Na gut. Wir müssen uns noch ein Erinnerungsfoto holen. Ein Erinnerungsvideo. Ich hab's vergessen. Ich bin so doof. Oh Mann, na gut, machen wir jetzt. Aber jetzt gehen wir erst zur Fee, wenn wir schon hier sind. Achtung, Mann in Rüstung und Blatt als Maske mit einem Elektroschwert auf der Fahrbahn. Heiße Potatoes und so. Ich wäre so gern ein Huhn. Entschuldigung, Huhn, nichts für ungut. Hallo, Hasentier. Nix für ungut. Hallo, dicke Fee. Die heißen ja im Englischen wirklich Fat Fairy. Why? Naja. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? So, jetzt schauen wir mal, ob sie was verstärken kann. Nee, die kann man nicht verstärken. Die sind alle nicht verstärkbar. Oh, das finde ich ein bisschen schade. Finde ich wirklich schade. Aber wir können was anderes verstärken. Zum Beispiel das Barbaren-Outfit kann ich mal verstärken. Keine Ahnung, hier. Und los. Ich frage mich, was sie mit uns da unten macht. Ja,
mal schauen, wenn man noch was verstärken kann, verstärken wir doch gleich noch. Hier die Klettermütze verstärken wir noch. Los. Klettermütze verstärken. Ich überspring's. Wird ausgeblendet. Ist zu traumatisch für ihn. Super Kochtuch. Kochtuch. Ja, oder so ähnlich. So, die Barbaren kurzen Hosen verstärken wir bitte noch. Und antiker Beinschutz. Und, die Barbarenhosen können wir nochmal verstärken. Na, dann verstärke uns mal noch die Hosen. Stufe 4 Barbarenhosen. Ziemlich cool. Okay, momentan können wir nichts anderes mehr verstärken. Ist okay. Tschüss. So, ach so, genau, jetzt müssen wir zum letzten Erinnerungsfoto und ich glaube, das ist hier der Eschesumpf oder der Eschsumpf könnte das sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich teleportiere mich dahin. Schauen wir mal. Yeah. Hype! Warum habe ich das nicht gemacht, bevor wir den Boss besiegt haben? Ich habe das total vergessen. Ich bin so blöd. Ach, wie kann man so doof sein? Schlimm, oder? Ich schäme mich ein bisschen. Bisschen traurig. Was sollen denn die Leute denken? Okay, aber wir können es nachholen. Es ist noch nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Es kann viel passieren. Das muss fast das Feld da sein auf dem Bild oder auf dem Gemälde. Nur wo genau? Das ist die Frage. Aber wir werden es schon rausfinden. Ich kann mir jetzt auch das Foto nicht anschauen oder so. Also wir müssen jetzt einfach wirklich auf gut Glück, glaube ich, hier ein bisschen rumgurken. Oder habe ich das Foto jetzt irgendwie hier in meinem... Nee, müsste schon... Warte mal. Hilfe, ich kenne mich nicht mehr aus. Nee, das sind die üblichen Fotos, die kennen wir. Genau. Ich muss mal, glaube ich, Fotos löschen. So ein paar Quest-Fotos, die ich nicht mehr brauche. Oh, das Leuen-Foto ist toll. Ah, das sind Quest-Fotos, die ich noch brauche. Das will ich behalten. Die Rezept-Fotos will ich auch behalten. Das finde ich auch schön. Die behalte ich auch. Die Wächter-Fotos brauche ich auch nicht mehr. Okay, gut. Löschen. So, schon besser. Ich hätte mir das Bild bei Impa vielleicht nochmal genau ansehen sollen. Ich dachte mir, oh, ich gehe jetzt da hin und dann wird das schon passen. Aber irgendwie passt es gar nicht. Ich kann höchstens mal versuchen, hoffentlich haben wir Glück, dass ich... Ah, die ist markiert. Na, dann habe ich wohl kein Glück. Ich schaue nochmal auf die Karte. Nee, zeigt mir Impas Laden an. Müssen wir wirklich raten. Aber das ist hier, oder? Ist es hier? Ist es wirklich überhaupt hier? Sind wir überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Das Bild hat aber auch eine schlechte Auflösung. Ich dachte, wir gehen jetzt einfach hier hin und dann haben wir es im Grunde schon gefunden. Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, leider. Man muss ja doch relativ nah rankommen, damit man überhaupt das Leuchten sieht von der Erinnerung. Aber so ungefähr sah das Bild schon aus bei Impa im Wohnzimmer, oder?
So ungefähr hier, so könnte das schon sein. Könnte das schon gemacht worden sein, das Bild. Aber wo? Ich nehme an, eher nicht im Monsterlager, aber wer weiß, ich weiß es nicht. Wir müssen nochmal zu Impo, müssen uns das nochmal anschauen, glaube ich. Das hilft nichts. Ich kann hier nicht auf gut Glück einfach durch die Gegend rennen. Also kann ich schon, aber das kann dauern. Ich weiß es nicht. Ich laufe nur ein bisschen laufe ich hier noch rum. Und dann müssen wir nochmal in Impas Haus gucken. Oder? Ach, was mache ich denn? Hilfe, aufhören. Aufhören, genau. Da lang ist besser. Ja, da hinten, das könnte auch noch sein. Das könnte auch sein. Dass man in Wirklichkeit das sieht. Dass ich vielleicht vor dem Tor stehen muss oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was ist denn hier für eine Monsterparty? Das hört doch gar nicht mehr auf, da ist sogar noch ein Weißer dabei. Jetzt haben wir uns beide gestromt, oder wie? Er ist ja voll gemein, der kann ja überhaupt nichts dagegen tun. Und jetzt hebt er auch noch ab. Bam. Warum mache ich das eigentlich so selten? Das ist so effektiv. Es könnte auch da hinten sein, verdammt. Es könnte überall sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich renne jetzt wirklich mal Richtung Mauer. Mal schauen, ob da dann irgendwas leuchtet noch. Hier könnte es auch sein, so das Feld. Ist doch ein schönes Feld. Ach kommt, Leute. Was wollt ihr denn? Ohne Witz. Manchmal muss man sich schon wundern. Nee, wir müssen auf Impas Foto nachschauen und nach irgendwelchen markanten Punkten suchen, die man sieht. Irgendwas, irgendein Turm am Horizont, irgendein auffälliger Baum. Sind überhaupt Bäume zu sehen? Und wenn ja, wie viele Bäume? Und wer ist überhaupt welcher Baum? Und wessen Baum hat überhaupt Vorrang im Straßenverkehr? Das müssen wir jetzt alles überprüfen. Müssen wir mit einem Biojuristen reden. Nämlich. So. Ab in Impas Palast. Hallo. Hallo. Ach so, nee, ich wollte mir eigentlich nur das Bild anschauen. Wisst ihr was, ich bin eigentlich doof. Warum fotografiere ich das Bild nicht ab? Ich habe wirklich eine schlechte Auflösung. Ah, aber was sieht man denn da? Jetzt wartet mal. Ich mache mal ein Foto als erstes. Moment. Moment. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Aufhören. Sofort aufhören. Alle sofort aufhören. Markierungen alle löschen. Ich vergesse immer, dass das nicht das Fotomodul ist. Das Fotomodul ist wieder was anderes. So. Werden die Fotos... Nee, die werden recht... Okay, dann passt schon. Dann zoome ich näher ran.
Okay, das Foto haben wir gemacht. Aber jetzt ist die Frage, was ist das da oben? Seht ihr das? Irgendein hoher Baum auf einem Berg oder irgendwie sowas. Schwer zu sagen. Man sieht auf jeden Fall einen hohen Berg im Hintergrund. Hoher Berg im Hintergrund. Hoher Berg im Hintergrund. Aber ist es der gespaltene Felsen vielleicht? Schwer zu sagen wegen den Wolken. Müssen wir uns jetzt nochmal hinteleportieren, befürchte ich, und uns das nochmal anschauen. Mal gucken, wie lange du am Stück galoppieren kannst, hängt vom Pferd ab. Wer hätte das gedacht? Ich dachte immer, das hängt vom Wetter ab. Na, vom Wetter vielleicht auch ein bisschen. Komm, den suchen wir jetzt noch. Den suchen wir jetzt noch. Floß, Amiibo-Unterstützung. Hayudama. Also, man sieht einen. Okay, hoher Berg. Hoher Berg. Ach, es ist. Aber da ist ein Baum. Aber hilft uns das irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich meine, da hinten sind Wolken um den Berg. Vielleicht ist der damit gemeint. Man sieht auch nicht so viel Ruinen eigentlich, oder? Habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Ruinenzahl ist begrenzt auf dem Bild. Auf jeden Fall ist eingekesselt von Gebirge. Eingekesselt von Gebirge. Wenig Bäumchen. Aber ein paar Bäume. Und hier sind gar keine Bäume. Wo stehen denn drei so Bäumchen rum? Mitten auf dem Feld. Hier hinten nämlich gar nicht. Ich hoffe, das ist überhaupt das richtige Feld. Aber ich glaube schon. In dem Monsterlager stehen Bäume. Da drüben stehen auch Bäume. Ich tippe auf das da. Ich tippe drauf, dass wir, was wir auf dem Foto sehen, dass es der Berg da ist. Ist daneben irgendwie so der schon spitzer. Nein, man sieht, man erkennt halt gar nichts auf dem Bild. Das ist bescheuert. Nee, ich will es nicht löschen. Man erkennt gar nichts. Da ist eine Pfütze, vor einer Pfütze, Hintergrund Berge, eine Säule rechts, ein Wächter links. Irgendein Torbogen zu sehen auf dem Bild zufällig? Nicht, dass ich einen erkennen würde, zumindest. Eine Säule, eine Steinsäule, die relativ senkrecht nach oben steht, so wie die da. Aber dann sind da keine Bäume. Doch der Sumpf da drüben. Es ist hier irgendwie vielleicht. Ich meine, man schaut in so eine Pfütze. Es könnte. Oh, da wächst was. Es könnte hier so sein. Nee, aber eigentlich nicht wirklich. Ach, komm schon, ohne Witz. Ohne Witz jetzt. Na eben. Okay, da ist eine relativ auffällig gerade stehende Säule.
Quatsch. Ja, die sieht ähnlich aus, oder? Weiter weg. Vielleicht von hier oben oder so. Nee, das kann nicht sein. Aber irgendwo muss ein Wächter im Vordergrund sein. Möglicherweise auch der da. Ja, da ist auch eine Pfütze im Hintergrund. Ein paar Bäume sind zu sehen. Kommt das hin? Nee, das kommt nicht hin. 1, 2, 3, 4. Also 4 Bäume sind wirklich zu sehen. Wasser. Vielleicht der da. Ich meine, es muss in der Nähe von irgendeinem Wächter sein. Und die Säule da hinten kommt mir gut vor. Aber ich habe die Säule aus den Augen verloren. Ah ja. Vielleicht auch hier. Irgendwo. Da so, vielleicht. Nee, da waren wir schon. Verdammt. Verdammt. Es ist doch die falsche Säule, die man im Hintergrund da sieht. Oder die falsche Richtung, aus der ich drauf schaue. Verzeihung. Oje, oje. Nee, das kann auch nicht sein. Im Endeffekt müsste ich nur zu jedem versteinerten Wächter gehen und mich neben den stellen und mal schauen, wie es von der Perspektive her aussieht. Hey, sag mal, spinnst du? Was ist mit dem los? Ich meine, man sieht auf dem Foto immerhin relativ deutlich das Auge von dem einen, der da links so halb im Bild ist. Das heißt, ich muss wirklich die Wächter abklappern und muss die von vorne betrachten. Und ein paar Chilischoten pflücken vielleicht noch. Oh, eine antike Feder. Okay. Hallo Pferde. Der steht auch einigermaßen gerade, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, schon. Danke. Nö. Ich meine, wenn ich beim Richtigen bin, müsste mir das Leuchten ja eh auffallen eigentlich. Aber das Gebiet müsste schon das Richtige sein. Das sieht sich schon sehr ähnlich eigentlich. Hoffe ich. Glaube ich. Da steht auch so eine Säule. So ein gerader Balken noch in die Luft. Ich check's nicht. Was willst du denn? Nein, auch nicht. Oh, oh. Kannst du mal kaputt gehen? Oh nein, mein Bogen ist kaputt. Oh, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Doch, schaffe ich noch rechtzeitig. Huh, hast du mich jetzt erschrocken. Mann. Na gut, einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Oh, das könnte auch sein. Nee, könnte nicht sein. Aber die Perspektive könnte sein. Vielleicht ist es einer von euch. Bist du vielleicht der Richtige? Nein, aber du. Du bist es, der Auserwählte. Nein, du guckst in die falsche Richtung. Du bist ein Idiot. Es sind alle Idioten. Ihr schaut alle in die falsche Richtung. Keiner von euch ist der Richtige. Wie kann das sein? Naja, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt die Folge hier mal beenden für heute leider. Danke fürs Zusehen.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal werden wir es schaffen, dass wir die Sequenz finden, dass wir sie uns anschauen können. Ah, verdammt. Jetzt wartet noch mal ganz kurz. Ich muss noch mal was überprüfen. Denn wenn wir Pech haben, das Bild hat einfach wirklich so eine schlechte Auflösung. Wenn wir Pech haben, sehen wir da nicht das Auge, sondern den Hinterkopf, den Kringel am Hinterkopf von so einem Wächter. Und dann könnte es wieder überall sein. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Nee, da fehlt ein Wassertümpel in der Mitte. So wie der da. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ist es aber wohl nicht. Wir werden es irgendwie finden. Aber in der nächsten Folge dann. Bis dahin, macht's gut. Ciao.